und herzlich willkommen zu Speedrandale hier heute mit einem großartigen Thema, auf das ich mich sehr freue. Subnautica, wer hätte es gedacht? Yay. Ich hab's endlich gelernt, ich kann Speedrun. Mit dabei natürlich wie immer das hier, ne? Hallo. Natürlich wie immer der Gregor, hallo. Schön noch, dass ihr nach der großen Bloodborne-Folge, wo ihr verschollen wart, jetzt wieder da seid. Ich war leider krank, es tut mir leid. Ist krank, naja gut, der Nils hatte ich gut ersetzt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Genau, das stimmt, der hat's echt gut gemacht. Star der heutigen Folge ist aber Leonard, a.k.a. Yay for Nuke auf Twitch. Hallo. Hallo. Warum spielst du Subnautica und nicht ich? Weil ich das ganz schnell machen kann. Hast du meine Speedruns, meine Let's Plays, meine ich, hast du die nicht gesehen? Ja, doch, die haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Hat dein Speedrun aber auch so schöne Orte wie ich erforscht oder Sachen gebaut wie ich? So einen schönen 20-stöckigen Turm? So ein bisschen bauen werde ich schon, ja? Aber das hält sich in Grenzen. Ja, okay, ich bin super gespannt, weil es natürlich ein echt ein geiles Thema ist, wo ich viel Zeit reingesteckt habe, und ich werde euch Noobs das ein bisschen erzählen. Ne? Ich werde auch viele Fragen an dich haben, weil ich mich echt frage, wie kann man das schaffen? In welcher Zeit willst du es schaffen? Ich schätze so 50, 55 Minuten. Eine Stunde, okay. Ja. Jetzt gibt's da ja einen Unterschied. Es gibt ja den Kreativmodus oder diesen Free-Modus. Genau. Du spielst den aber nicht. Der kommt hinterher. Erstmal mache ich Survival und dann kreativ. Okay, und warum, das werdet ihr dann sehen. Genau. Okay, gut. Dann starte, wenn du bereit bist. Die Regie hat den Timer im Blick. Wir spielen Überleben. Willst du noch irgendwas sagen? Viel in Subnautica hat mit Glück zu tun. Der Spawn, die Fragmente, das werden wir sehen. Wir hoffen natürlich, dass es ein bisschen besser läuft. RNG ist heute auf unserer Seite. Ich hab's im Gefühl. Ist immer auf unserer Seite. Ja. Das hoffen wir mal. Könnte es denn sein, dass du dich richtig verrennst? Also, dass du einfach das Gold, was du brauchst, nicht findest? Oder den Säbelzahn? Es geht viel, sag ich mal. Und, wenn ich Moment, wann geht's los? Los geht's, wenn ich Escape drücke. Also, 3, 2, 1, los. Okay. Okay. Mach du ruhig erstmal dein Programm. Ne? Du musst jetzt nicht gleich antworten. Alles klar. Lass dich nicht verwirren von uns. Jetzt hoffen wir erstmal auf einen guten Spawn. Der ist nicht so super, aber kann man mit leben. Das erste, was ich suche, ist zwei Kalkstein. Und zwar brauche ich einmal Kupfer, einmal Titan und zwei Pilze. Daraus mache ich mir eine Batterie und einen Scanner. Und dann fängt das mit dem Glück schon an, weil ich zwei Seegleiterfragmente brauche. Ich finde. Und die, ja, die liegen ja schon in der Nähe irgendwo, aber wo genau? Es gibt ein paar Absturzstellen von der Aurora. Bei denen es häufiger der Fall ist. Bei denen, sag ich mal, Spawnpunkte sind. Ah. Da ist es wahrscheinlicher, dass ich was finde. An anderen Stellen teilweise gibt es die zufällig. Und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen Glück haben und dass an der richtigen Stelle die richtigen Teile liegen. Einen gibt es immer sicher. An einer Stelle muss ich ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber das wäre nicht ganz so schlimm. Da würde ich vielleicht 30 Sekunden verlieren. Gehst du auch Abkürzungen in irgendeiner Form oder musst du einfach straight alles bauen, so wie es nötig ist, hintereinander? Und einfach alles ab. Du wirst es wahrscheinlich gleich, wenn was kommt, erklären. Richtig. Gibt es einen Grund, warum du jetzt. Also, nee, du bist einfach nur. Du hast immer dieselbe Geschwindigkeit, das will ich eigentlich fragen, ob du jetzt abtauchst oder über oben. Über Wasser hat man ein bisschen höhere Geschwindigkeit. Ist so? Deswegen bist du gerade so ein bisschen komisch. Genau. Geschwommen, okay. Dann unter Wasser kann man natürlich sehen, wo man ist. Das wäre schöner. Jetzt, da ist noch eine zweite Box. Das ist gut. Dann das haben wir unsere Seegleiterfragmente. Ja, geschickt gemacht. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil, dass man die. Die Elemente eben auch findet direkt. Ja. Das kann natürlich viel ausmachen. Du hast ja direkt gewusst, wo. Ja. Nicht schlecht. Mhm. So, und jetzt. Da habe ich jetzt schon bestimmt 2 Stunden. Jetzt brauche ich erstmal alles für ein Messer, den normalen Sauerstofftank und den Seegleiter. Und dafür hole ich mir erstmal hier zwei Früchte. Kommst du da noch ein bisschen durcheinander mit den Gegenständen oder ist das mittlerweile so eingetrichtert bei dir wie die Einkaufsliste? Genau. Also, okay. Man muss ein bisschen abzählen, aber im Grunde genommen hat man das irgendwann so raus, ohne Probleme. Hier ist eine Coal Tube, da sind viele Kalksteine, viel Quarz drin. Stimmt, ich erinnere mich. Und da gehen wir grundsätzlich eigentlich immer hin, um Ressourcen zu sammeln, weil wir am Anfang mindestens 5 Kupfer brauchen. Und die kriegen wir hier. Die
Wirst du denn überhaupt in irgendeinen der Biome gehen, außer natürlich den ein, zwei am Ende? Wir müssen den Teil der Story erledigen. Also wir müssen alles abarbeiten. Nicht alles, aber die wichtigen, die Story-relevanten. Ja, genau. Punkte. Wenn wir schon dabei sind, kurze Frage, auch wenn es ein bisschen doof ist. Ich habe die ja schon. Oh, er stirbt fast! Ich wäre gestorben. Nicht schlecht, das ist gut getimed. Das war alles mit Luft anhalten gerade. Ja, genau. Das war ein Tauchgang sozusagen. Okay, gut. Ja. Man kriegt, du siehst ja unten 42 in dem Fall, unten links, der oberste Ring. Das kann knapp werden. Man hat ein paar Sekunden durch die Schwarzblende. Okay, ich hab's gesehen. So, zurück zu meiner Frage. Ich habe dir ja schon ein paar Mal zugeschaut, aber die Hauptfrage, was ist eigentlich das Hauptziel von dem Spiel? Musst du entkommen? Nur entkommen. Ja, du entkommst nicht so leicht vom Planeten. Ja, okay. Ich dachte, vielleicht muss man irgendwas Bestimmtes bauen oder es kommt irgendwie, muss man an einen bestimmten Ort. Die Alien-Artefakte und Echo, den Delfin treffen, kennst du das? Ja, Leo kann das ja gerne erklären, wenn er will. Ich kann es auch machen, aber ich will dich nicht jetzt hier. Ziel ist es, vom Planeten hin zu entkommen und dafür muss man ein paar Ziele erledigen. Okay, das war jetzt kurz zusammengefasst. Ich kann es, während du weiterspielst, kurz direkt erklären. Mhm. Sorry, technisch. Es gibt hier eine Abwehrstation sozusagen, die dich nicht starten lässt, die auch alles abschießt, was in die Nähe des Planeten kommt, weil auf dem Planet eine Seuche existiert und diejenigen, die diese Abschussvorrichtungen und ähnliches und auch Stationen hier gebaut haben, die haben versucht, ein Heilmittel zu finden und sind aber kurz davor gescheitert. Und was wir jetzt sozusagen machen müssen, wir werden auch nach einer Zeit infiziert mit diesem Virus, ist eben ein Heilmittel, quasi den Plan der Aliens zu Ende planen und dadurch dann diese Abwehrstationen ausschalten, denn nur dann lassen sie einen weg und dann baust du eine Rakete und haust ab. Alles, das ist mehr oder weniger die Idee, aber es dauert, bis man da hinkommt, ist natürlich unglaublich viel Story. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Story. Ist eine coole Story und vor allen Dingen, was mir echt gefällt, dass es mal eine ist, die ohne groß Gewalt und Bösewichte auskommt. Weil die Aliens sind jetzt auch nicht unbedingt die Guten, aber sie sind jetzt auch nicht die Bösewichte und es gibt auch keinen so richtigen Endgegner. Die tun auch ihren Job. Ja, so, die haben halt auch was versucht. Ne? Jeder macht so, was er kann. Und insofern ist es, finde ich, eine sehr schöne pazifistische Geschichte. Mhm. Ja, man kann das ganze Spiel durchspielen, ohne auch nur eine Kreatur zu töten. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe so viel gegessen. Man kann. Man kann. Man muss. Aber man sollte nicht. Ist nicht so lecker, wie wenn man. Ich meine, wirklich, du hast ein Messer, was dir den Fisch direkt brät. Ja. Oh, okay. Also, mehr geht nicht. Meine Veganer kann man auf der Erde sein. Das ist wie bei Futurama mit dem Messer, der das Brot toastet. Oh, ich dachte jetzt, du meinst den Hotdog mit der eingebauten Mikrowelle. Ja, genau. Den Button auf den Hotdog drücken musst. Ja, aber das ist schon krass, wie schnell du weißt genau, was du brauchst. Das ist, es sind ja schon relativ viele Dinge, die man da hantiert im Kopf. Genau. Weil du ja wahrscheinlich auch mehr Sachen auf einmal schon einsammelst. Du sammelst wahrscheinlich dein ganzes Inventory schon voll, einmal mit den Dingen, die du brauchst. Alle Sachen, die ich brauche fürs Ende, werde ich jetzt im Vorfeld sammeln. Und nur die Sachen, die ich nicht hier im Startgebiet finden werde, hole ich mir dann in den Gebieten, wo es die gibt. Jetzt baust du zum ersten Mal was. Genau, jetzt baue ich mir eine Base. Zum einen, um meine Sachen, die ich jetzt hier finde, zum Beispiel das Metall, was ich jetzt mir jetzt fehlt, damit ich die lagern kann, aber zum anderen auch, um einen Glitch zu aktivieren, damit wir ein bisschen schneller sind. Das Metall ist ja jetzt so ein bisschen, hat ja einen extra Weg, weil man es nochmal, wie du gerade zeigst, umbauen muss. Genau. Nimmst du es aber trotzdem, weil es am Ende dann doch besser ist, als sich die einzelnen Titanfetzen vielleicht schnell zusammenzusuchen? Die einzelnen Titanfetzen können auch Kupfer drin haben und das will ich nicht. Okay. Also man geht mehr Risiko ein, ne, wenn man das... Okay, warum baust du jetzt zum Beispiel Glas? Könntest du nicht einfach was Günstigeres bauen? Ist Glas nicht auch komplizierter? Okay, das gut. Ziel ist es für mich, die Basis zu fluten. Und um die zu fluten, musst ich die auf Minus, genau, auf und Minus 1. Und deswegen das Glas. Genau. Das ist ja perfide. Das ist nämlich eine Sache, die bei mir permanent passiert ist, dass irgendwie die Basis unter Wasser ist, weil man irgendwie doch ein bisschen zu schön gebaut hat. Ein bisschen zu sehr fürs Auge, weniger für die Lunge gebaut. So, und ich baue auch nur so viel Glas, wie ich brauche. Das heißt, ich benutze das alles gleich wieder. Das ist einfach nur... Jetzt muss ich nochmal suchen gehen. So. Es gibt doch diesen einen Trick oder irgendwas in der Art, um schneller zu schwimmen. Genau, den aktivieren wir gleich. Den aktivierst du gleich, okay. Ach genau, deswegen hier, das ist hier im...
glaube, ich weiß, wie der passiert. Der Trick, wie der funktioniert. Ja? Ich glaube, es hat wirklich auch mit dem Fluten was zu tun. Ich kann mich an irgendwas erinnern, was ich mal gelesen habe. Man kann irgendwie aktivieren, dass man halt schneller schwimmt. Okay. Jetzt flutet die Basis. In der Zwischenzeit kann ich ein paar Sachen sammeln. Und Tischkorallen. Von den Spawns hier, gibt es da eine limitierte Anzahl oder ist das wirklich so zu was generiert, dass du nie immer exakt die gleiche Umgebung hast? Es gibt ein gewisses Areal, in dem man spawnt. Mhm. Und wenn man sag ich mal, Glück hat, landet man nahe dieser Call Cube, in der ich am Anfang war. So weit von der sind wir jetzt nicht entfernt, das ist alles ganz okay. Wenn man Pech hat, dann landet man am ganz anderen Ende. Okay, das ist dann mehr die Position und nicht, wie es aufgebaut ist, ne? Ja. Jetzt sicherst du gerade wahrscheinlich deine Dinge irgendwie ab? Genau, jetzt lege ich ein paar Sachen ab. Jetzt baue ich mir noch eine... das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, eine Batterie. Und jetzt ist der Glitch auch schon aktiviert. Jetzt sind wir sehr schnell. Ah, ja. Wow. Und das funktioniert jetzt genau bis wie lange? Also nicht das ganze Spiel durch, sondern bis du irgendwas Spezielles wieder machst? Genau, so lange, bis ich wieder an die Luft gehe. Ah. Okay. Jetzt suche ich mir gerade mal... Ich habe versehen ein, zwei Mal und hab's nicht gerafft, was da passiert ist. Ein Papierschar, das ist jetzt kein gutes Areal. Wir brauchen, um das Spiel zu beenden, 4 Pirscher-Zähne. Um die zu kriegen, müssen diese Pirscher auf Metall beißen. Das ist Glück. Wir haben je nach Metallstück eine 20-30% Chance, Zähne fallen zu lassen. Ich nehme da mal meine sichere Strategie. Wenn wir nämlich diese Pirscher mit einem Messer angreifen, dann schwimmen die alle in der Mitte der Map. Und wenn ich mir jetzt so 2-3 Pirscher nehme, dann habe ich höhere Chancen, dass die auch tatsächlich ihre Zähne fallen lassen. Also dazu muss man sagen, diese Pirscher sammeln die ganze Zeit dieses Metall auf. Der eine hat auch gerade was im Schnabel und lassen es wieder irgendwo fallen. Also scheinbar wollen die Immobilien bauen damit oder sammeln das Material. Ja, wie so ein Vogel. Das kann ich mir nicht erklären. Oder die finden vielleicht ein Nest shiny. Aus Schrott. Ja, mögen so. Scheinige Sachen. Die mögen es einfach. Und ein Fischnest. Jetzt musst du wieder hoch und jetzt müsstest du den Trick doch... Ach! Ja, ich gehe nur zu null. Das heißt, ich gehe nicht tatsächlich an die Luft. Verstehe. Gut, also musst du gar nicht hoch. Und was ich gemacht habe zum Beispiel ist, ich habe eine Falle gebaut. Du kannst so Fallen bauen, die dann so elektronisch alle festhalten. Und ich hatte plötzlich hunderte oder zumindest Dutzende dieser Pirscherzähne, weil die da alle verhungert oder verreckt sind. Ich weiß nicht wie, aber das hat die alle angesaugt und am Ende mir ganz viele von diesen Zähnen gegeben, die ich dann alle gar nicht mehr verbrauchen konnte. Ich hatte 30 oder so. Da ist jetzt einer runtergefallen. Aber die sind recht rar, muss man vielleicht dazu sagen. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen genauer gucken. Irgendwo ist hier einer gefallen. Ich bin hier gar nichts da. Krass, du hast den... Alter, ich hätte dich nie gesehen. Ich hab's gehört. Ernsthaft? Okay, dann bin ich jetzt vielleicht ruhiger. Ein schönes Geräusch. Du meinst wohl, jetzt bist du wohl lauter. Krachender Zahn. Ja, obwohl ich geredet habe, hat das gehört. Das ja, nice. Ich finde sie jetzt alle nicht. Die liegen ja auch manchmal rum, aber wahrscheinlich noch nicht am Anfang. Ich kann mir vorstellen, wenn man ein Spiel startet, dauert das noch ein bisschen. Die können auch nur dann runterfallen, wenn man in der Nähe ist. Ach, echt? Ja. So, hier sind sie. Das ist ja interessant. So, da ist jetzt wieder einer gefallen. Oh, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht töten. Er hatte ja eben einen Medipack, aber den hat er weggegeben. Ja, den habe ich weggegeben. Der braucht schon sowas. Also wir. So ich würde jetzt echt langsam den Medipack holen. Was ist denn das Ding? Ja, da ist er. Du hast ihn halt echt noch, okay. Wirklich? Echt abhauen, Alter, oder? Wenn die dich auf einmal ruhig ein bisschen sichtbarer gemacht werden. Naja, gut, viel im Spiel ist tatsächlich genaues Abklopfen der, also wortwörtliches Abklopfen der Umgebung. Ja, natürlich ist auch ein bisschen realistischer, ne? In meinen modernen Games leuchtet immer jedes Item. Es gibt vor allen Dingen echt viel Kram, den man aufsammeln kann und wenig ist wirklich wichtig. Also du kannst auch einfach irgendwelche Eier, die da rumliegen. Es irritiert dich aber alles. Ja. Am Ende... Okay. Wie viel brauchst du von den 10? 4. Okay, einer fehlt noch. Und da habe ich ihn gehört. Das ist wirklich mega risky, was er hier gerade macht in der Nähe. Ja, ich sehe schon sein Leben, aber er kriegt das hin. Gucken wir mal. Wer weiß genau, was er macht. So, das brauche ich auch noch. Jetzt gehe ich nochmal an die Luft. Luft, ja, muss noch einmal hoch. Ich dachte, ich hätte noch einen gehört. Vielleicht nicht. Doch, da ist einer, ja. So. Alter. Ja, und jetzt hau ich wieder ab. Jetzt wird aber auch Zeit. Genau. In der Zwischenzeit sammle ich noch ein bisschen, was auf dem Weg ist. Vielleicht ein bisschen Metall, wenn ich was finde. Weil in der Nacht sieht man nicht so gut.
Das ist ja auch kälter als draußen. Ganz genau. So, gut, dann ist das nun mal so. Jetzt gehe ich in meinen Lifepod, der hat nämlich wieder Energie und meine Basis regeneriert in der Nacht nicht, weil das mit einem Solarsystem betrieben ist. Jetzt crafte ich das, was ich brauche. 2 Silikon, 3x Schmierstoff. Die Anzeigen da unten sind einmal Leben, einmal Essen und was ist das? Trinken. Trinken, okay. Genau, und dann haben wir hier auch ein bisschen Trinken und Essen, das nehme ich gleich zu mir. Du hast aber immer noch kein Medipack genommen. Doch. Ist das toll? Vielleicht hast du gerade verklickt. Ja. Okay, jetzt kann ich den Spin zu Ende bauen. Und dann sortiere ich mal ein bisschen um. Was brauche ich hier? Die kommen hier rein. Und dann nehme ich alles das, was hier ist. Und pack das auch hier rein. So. Genau. Das kommt hier rein. Und jetzt gehe ich wieder einmal in meine Basis. Ich habe jetzt bin jetzt nicht mehr schnell, aber das machen wir gleich wieder. Da aktiviere ich jetzt den Remote Storage. Ja. So. Jetzt sollte es geklappt haben. Und zwar habe ich jetzt die Möglichkeit, den Lagerraum im Lifepod weiter zu verwenden, während ich nicht da bin. Aha. Das heißt, ist jetzt aber nicht so gedacht, oder? Das ist ein nö, das okay. ist ein. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas Bahnbrechendes übersehen all die genau. Zeit. Jetzt sammle ich 4 Quarz, die ich noch fürs letzte Teil des Spiels brauche. Mein Lagerraum ist tatsächlich ein großes Problem in dem Spiel. Man kann nie genug Spinde haben. Es sei denn, man sammelt nur das, was man braucht, nicht wahr? Ja, aber wer macht das schon, ne? Das weiß man eigentlich so direkt, wenn man anfängt zu spielen, wie viel brauchst. Absolut nicht. Hier ist ein bisschen gefährlich. Hier nimmt man so ein bisschen Schaden. Lavagestein. Genau. Und wir haben auch noch keinen entsprechenden. Es gibt noch so einen Schutzanzug, der ein bisschen Wärme abhält. Barrier Suit. Ja, genau. Samus im Schwimmurlaub hat ihn vergessen, ne? Ja. Uiuiui. Okay. Ja, jetzt. Ich sammle jetzt ein bisschen das, was ich brauche. Ich brauche ein bisschen Kupfer, ich brauche ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Nebenbei halte ich auch noch Ausschau nach Titan und nach ein paar Blueprints, die ich noch brauche. Zum Beispiel die Mobile Vehicle Bay, um Fahrzeuge zu machen. Puh. Da habe ich ein bisschen mehr noch gesehen. Hatte ich nur nicht die Luft zu. Das geht ja so viel leichter und besser mit einer Maus und Tastatur als mit dem. Schneller vor allem auch. Also unfassbar, ja, aber auch genauer und ja, echt deutlich besser. Also siehst ja, wenn ich ärgere mich richtig. Ressourcen einsammeln muss, da ist Mausklick natürlich wesentlich präziser. Ja, aber ich gerade, mir fällt es gerade wirklich auf. Auch Menü-Management generell. Ja, das. Uiuiui. So, ein weiterer schöner Nebeneffekt von unserem Super Sea Glide ist, dass wir diese Quallen, die eigentlich sehr viel Schaden machen, einfach komplett ignorieren können und unser Gesicht da reindrücken können, ohne Schaden zu nehmen. Und dass die Crashfische. So. Ach, es hat nicht geklappt. Schade. Na gut, was soll's. Musst du wieder ausräumen jetzt? Ja, jetzt muss ich doch wieder raus. Das mit dem Storage hat nicht geklappt, ja? Genau. Ja. Shit. Das ist nicht ganz so wild. Jetzt kann ich hier ein bisschen was bauen, was ich noch zu bauen habe. Ja, so weit war es ja nicht entfernt. Genau. Aber in-game findet man, also wenn man es jetzt casual spielt, findet man schon raus, was man bauen muss. Natürlich. Storymäßig. Ja, es gibt dafür Blaupausen. Okay. Man es ist nicht einfach wildes Rumgesammeln. Probieren. Nee, das wäre jetzt auch ganz cool gewesen, glaube ich, als Idee mal, wenn man sagt, man muss wirklich alles selbst rauskriegen. Ja, aber das wäre vielleicht ein bisschen too much.
Ja, natürlich. Aber es würde schon auch Spaß machen. So ist es natürlich einfach. Du hast deinen Bauplan und dann. Es ist allerdings trotzdem schwer genug, weil du zum Beispiel, anders als es in Zukunft beim Nachfolger sein soll, kannst du dir die Sachen nicht anpinnen. Also kannst du nicht sagen, ich möchte das Ding bauen. Was brauche ich dafür? Okay, es wird oben rechts angepinnt. Und du musst jedes Mal ins Menü, jedes Mal nachgucken. Das ist ein bisschen nervig gelöst. Okay. Oder man muss es eben auswendig lernen. Ja. Aber dazu braucht man ein Gehirn. Ein Gehirn. Und wer hat das schon heutzutage? Ja, es ist rar. So, wenn wir hier rausgehen und wieder rein, kriegen wir wieder ein bisschen Luft. Das heißt, wir obwohl das Ding überflutet ist. Ja. Genau, richtig. So, nehmen wir das auch mal raus und bauen hier ein paar Computerchips. Einfach, weil wir gerade die Zeit dazu haben. Nebenbei baue ich dann die Basis wieder ab, weil die ja schon geflutet ist. Und die. Stimmt, du brauchst das ja alles nicht mehr. Solange ich hier nicht repariere, bleibt die auch geflutet. Und die Ressourcen können wir so weiterverwenden. Ja, sehr, sehr ressourcensparend. Aber dann weiß doch keiner, dass du wirklich da warst. Ja. Es geht doch auch darum, was zu hinterlassen. Bisschen lassen wir noch zurück. Ein Titanklumpen und zweimal Quarz oder so. Ja. Das ist alles, was übrig bleiben wird von deinem großen. Ah, das Emil, genau, dafür brauchen wir diesen Pirscherzahn, ne? Für dieses krassere Glas, was man unter anderem, glaube ich, für U-Boote braucht. Genau, richtig. Wir brauchen das für den Zyklopen und hinterher die Rakete. So, jetzt, jetzt müsste ich den Inventarglitch nochmal hinkriegen. Schauen wir mal. Sollte geklappt haben. Du kriegst aber keine Bestätigung, du weißt es am Ende nicht. Und ich kann das nur einmal machen, das heißt, wenn ich jetzt nachgucke, dann ist es wieder weg. Ja. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es geklappt hat. Jetzt geht es mir darum, mehr Metall zu sammeln. Wir brauchen insgesamt 100 Stück oder 10 Titanbarren. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Ach, Gemeinheit. Der mir das vor der Nase weggeklaut. Hey! Meins. Hat aber auch noch einen Zahn da gelassen, den brauche ich jetzt nicht mehr. Warum hast du dich jetzt bei all den Spielen, die es gibt, und es ist ja doch ein bisschen eine ungewöhnliche Wahl, behaupte ich mal, für Subnautica entschieden? Subnautica ist das erste Spiel, was ich gespeedrunnt habe. Und ich habe es mir ausgewählt, weil ich relativ schnell mit der Story durch war, weil mich das Bauen nicht wirklich interessiert hat. Blasphemie. Aber das Spiel halt doch sehr viel Spaß gemacht hat und dann dachte ich, jetzt muss ich doch noch irgendwie Zeit damit verbringen. Und dann habe ich jetzt mittlerweile mehrere hundert Stunden damit verbracht. Ich will nicht so viel Zeit damit verbringen, also mache ich einen Speedrun. Ja, genau. Ich habe vorhin gesehen, dass du es installiert hast, dass du irgendwas nur auf Steam alleine 600, 700 Stunden hast. Nee, das sind 360 Stunden. Das 300? Ja. Okay. So, das ist weiteres Scannen von Fragmenten, die ich schon kenne, bringt mir ein bisschen Titan. Das nehme ich gerne an. Mir fehlen immer noch Fragmente. Jetzt kannst du es aber auch mal loslassen, ja, oder? Ich kann sich nicht entscheiden. Hau ihn! Zack. Oh, ah, so. Das hat jetzt geklappt. Sehr gut. Schön. So. Das gibt's ja nicht. Voll. Schade. Es klappt nicht. Hast du aber gut eingesammelt auch. Ja. Aber ihr seht schon, wie man sich auch immer weiter entfernt langsam von der Mitte. Weil diese Shallow ist natürlich super, um da zu starten. Aber da sind viele Ressourcen auch nicht. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr gleich den Rest findet, wenn es noch ein bisschen weiter runter geht in die interessanteren Ecken. Es ist schön, mal das Crafting- und Survival-Rezept auch mal unter Wasser zu sehen, weil oft hast du solche Games, klar, so ein gewisser Aspekt ist dabei, aber dann geht es mehr um das Erkunden der Landschaft, ne? Und was kannst du da finden, sowas in Richtung Echo oder Abzu oder wie die alle heißen. Das Schöne ist ja, was auch No Man's Sky und so bietet, einfach dieses Erforschen unbekannter Welten hast du ja nun mal im Meer eigentlich noch viel mehr als auf der normalen, wie heißt das, Erde, auf der Oberfläche. Ich weiß, ich bin schon so tief drin, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es oben ist. Übrigens auch ein Podcast-Name. Wie heißt das? Erde. Naja, was siehst du, man hat alles schon gesehen. Dschungel haben wir 100.000 Mal gesehen, Wüsten haben wir 100.000 Mal gesehen, Endzeit haben wir 1 Milliarde Mal gesehen. Was wir selten gesehen haben, ist wirklich Unterwasserwelten. Ja, und da kann man noch viel mehr machen, glaube ich, wirklich.
Ich fände zum Beispiel ernsthaft so ein Open World Aquaman wäre eine geile Idee. Kannst ja auch cool mit den Fischen reden, ja, die ganze absolut. Zeit. Also du hast dann so Missionen von Leuten, kannst Gangsterfische haben und so, und irgendeine Krake, die dich zwingt, was zu klauen. GTA unter Wasser mit Fischen. GTA haben. Es ist halt einfach GTA Aquaman. Also Hype-Polizisten haben. Ja. Auf Seepferdchen, ich sag dir, Schlagstöcke im Mund. Wir sind da an was ganz Heißes dran. Die Leute, die ihr Seepferdchen klauen. Genau, bitte. Dann können die nicht mehr schwimmen. Nicht angeschnallt. Okay, so. Das macht drei Schäkel. So. Quatsch. Dabei sind die Unterwasserlevel doch normalerweise immer die, die uninteressant sind. Ja, bei bestimmten Genres, ja. Ja. Und dann sind es nicht die uninteressanten, sondern nur die nervigen, die jeder hasst, weil die so schwer und die Steuerung meistens so kacke ist. Ja. Ja. Aber wenn ein Spiel unter Wasser basiert, dann ist es natürlich was anderes. Siehe Little Mermaid zum Beispiel. Funktioniert wunderbar. Aber ein Gegenbeispiel ist deutlich sowas wie Sonic. Es ist langsamer, ja. Man hat, Mario kann sich nicht bewegen. Dann dieses, wenn man erstickt, kurz vorher, ist furchtbar. Ja. Also Mario hat zumindest noch die Komponente, dass er nicht zu langsamer unter Wasser wird bei den alten Spielen. Ja. Ne? Bei Sonic ist es bewusst dieses Kontern gegenüber der Geschwindigkeit mit jetzt bist du langsamer, jetzt musst du gucken, wie du zur nächsten Atemblase kommst. Mhm. Und das war so schlimm. Ich hab's kürzlich nochmal durchgespielt tatsächlich. Ja, solche Alarmsignale gibt's hier nicht. Es ist ganz ein leichter Übergang in den Tod hier. Ja. Weil man einfach so, wie es in echt auch wäre. Die Luft verlässt das Gehirn, alles wird so ein bisschen. Da kommt keine Panik am Ende mehr auf. Ja, du bist kurz vorm Ersticken, holst kurz Luft und gehst wieder runter. Genau. Durst hast du keinen mehr auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht, nee. Ist ja alles Salzwasser hier. Ja, gut, ich nehme auch an, dass der Hauptprotagonist jetzt kein Anfängertaucher ist, sondern der schon wahrscheinlich Erfahrung hat. Mit zwei, dreimal schon gemacht. Tauchen. Ja. Er hat ja natürlich das ganze Equipment auch. Wir haben ja auch so einen Helm und den ganzen Kram. Also es ist schon... Ich glaube, wäre das nicht so ein futuristisches Spiel mit solcher tollen Technologie, hätte man auch eine Schwierigkeit hier zu überleben. Glaube ich auch. Schon sehr gefährlich. Man könnte eigentlich nur oben hier in der Chalousie irgendwo sich so eine kleine Plattform bauen und dann hat man ein bisschen Sonne. Es gibt ja auch Inseln. Hier, es gibt ein, zwei Inseln. Auf die wirst du auf die überhaupt kommen? Nein. Weil da sind ja eigentlich auch nur ein paar Story-Elemente versteckt und ein paar Ressourcen, aber nichts. Was ist das denn? Kurzweilig werde ich eine der Inseln, zumindest die Alien-Basis darauf besuchen. Weil du was von den Aliens willst, wahrscheinlich irgendeinen Schlüssel. Genau, na, ich werde die Quarantäne aufheben hier. Ach ja, okay, stimmt, das musst du ja auch machen. Ja. Das sind drei. Da lässt man sich einmal stechen, dann checken die... Ist die Quarantäne noch da? Vielleicht nehme ich die Batterie lieber mit. Ich bin ein bisschen langsamer, als ich es gerne hätte, weil mir so ein paar Sachen noch fehlen. Deswegen muss ich die Batterie einmal auffüllen. Ja, aber du bist ja jetzt auch schon halb durch. Ja. Zeitlich ungefähr, könnte man sagen. Mit dem, was du vorhattest. Das sehen wir dann mal. Mir fehlen die Mobile Vehicle Bay Fragmente. Damit baut man die Fahrzeuge. Hm. Es ist häufig so bei Subnautica, um C zu kriegen, musst du erstmal B und A bauen und dafür brauchst du eventuell sogar was von D und F. Hm. Und so geht es die ganze Zeit weiter, bis man dann endlich das hat, was man will. Und dann merkt man häufig auch, shit, ich brauche noch folgende Sachen, um endlich was bauen zu können. Es ist jedes Mal. Das Teil auch noch upgraden. Es ist ein endloses Cockteasing mit diesem Building, aber macht auch Bock. Ja, Teil des Reizes. Das ist nie das zu Ende. Das basiert ja wahrscheinlich, also das Spiel basiert ja auch auf sowas wahrscheinlich und das macht ja auch so viel Spaß. Musst du denn ab und zu mal auch mal Ressourcen wegschmeißen, wenn deine Lager alle voll sind? Kannst du machen. Kannst du machen. Ich versuche es so weit zu machen, dass ich nichts zusätzlich brauche und nichts zu viel habe. Das ist allerdings nicht immer einfach. So, ein Kupfer brauche ich jetzt noch. Das werde ich hier wohl noch drin finden. Aber mir fehlt auch noch Titan und eben die Mobile Vehicle Bay Fragmente. Ohne die geht's nicht. Jetzt bist du ja jetzt mal hier in der Höhle schon mal gewesen. Genau. Wann wachsen die Elemente nach? Hast du da ein Problem mit? Für einen Run überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man sich ganz weit entfernt, irgendwann kommen die schon nach. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Aber für dich hat es bisher immer gereicht. Also es kann ja sein, dass du irgendwann einfach mal out of Resources bist oder so. Grundsätzlich nicht. Also man braucht nicht ganz so viel für den Run.
So. Das sind jetzt 9. Ja. Eins brauche ich noch und dann noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich nehme mir jetzt noch 4 Metalle und dann bin ich glücklich. Obwohl es so schnell und hektisch ist, von der Spielweise, ist es doch ein sehr meditatives Spiel. Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen auch, also du machst ja eigentlich nichts so außer jetzt rumsaugen, aber trotzdem macht das Spaß zuzugucken, weil auch diese Unterwasserwelt ist sehr schön und es ist auch sehr koordiniert, was du machst. Du weißt ganz genau, was du einsammeln willst, wie viel du wovon brauchst und es macht schon Spaß zuzuschauen. Auch wenn es ein bisschen simpel klingt, so, ja, er geht raus, sammelt dies und das und dann baut er das. Aber ja, macht schon Spaß, zuzuschauen. So ist es ja häufig. Ne? Es klingt immer sehr leicht, bis man es dann selbst mal ausprobiert. Allein, wie gesagt, die ganzen Teile und sich das alles merken in der richtigen Reihenfolge. Das wird ja nur noch komplizierter ab jetzt. Dann das Merken, das sozusagen Schwierige, oder ist es mehr so die Ausführung, wie du klickst und wie du mit der Tastatur umgehst? Definitiv das Merken. So, das geht einmal weg. Ah, jetzt brauche ich noch davon 2 und hiervon 1. Und da muss ich jetzt nochmal drauf achten. So. Genau. Das sollte jetzt hinhauen. Ich nehme mir nochmal einmal die Zeit, um hier einen neuen Scanner zu machen. Sauerstoff. Du hast nur noch, genau, wenige Sekunden. Ah, ja, ja. Alles gut. So, der kommt jetzt weg. Leere, habe ich eine volle Batterie, die nehme ich mit und jetzt kommt eigentlich der Part, der mehr mit der Story zu tun hat und wo ich die Safe Shallows ein bisschen verlassen kann. Jetzt geht es nämlich erstmal zur Aurora, da müssen wir hin, um die Blaupausen für die Rakete zu kriegen. Da dürfen wir allerdings eigentlich noch nicht hin, weil die noch nicht explodiert ist. Ah, die explodiert wann? Gibt es da einen Zeitrahmen im Spiel? Ja, also man spielt und irgendwann explodiert die, so nach 1, 2, 3 Stunden. Zeitplan ist zwischen 40 und einer Stunde 20. Immer? Okay. Ja, aber der ist auch zufällig. Hier nehme ich mir noch ein Stück Metall mit. Du kannst jetzt, du brauchst den Schutzanzug nicht, weil du so schnell bist, oder? Weil du so genau, schnell. Genau, ich will auch hinterher sterben. Wir haben einen kleinen Auto. Crazy. Wir den. Ja. War das oder wo sind genau. Du hast jetzt den Key gewusst, aber den musste man ja auch erstmal finden. Ich habe da sehr lange, ich glaube, ich bin 3-mal auf die Aurora, bis ich dann endlich diese Baupläne hatte. Und dann dauert es halt noch 20 Stunden, bis du die Rakete endlich bauen kannst. Hier wird es nicht mehr lange dauern, glaube ich. Ja, ein bisschen noch. Das machen wir ganz zum Schluss. Jetzt geht's erstmal den Storyteil erledigen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verschwommen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich halte immer noch Ausschau nach Mobile Vehicle Bay Fragments. Vielleicht gucken wir einfach mal hier drin nach. Ach nee, du zappst dich da rein, einfach ohne den Laserschneider. Ja, genau. Genial. Ja. So, da haben das ist ja, oder du zappst alles raus, ja. Das ist ja abgefahren. Da haben wir noch einen zweiten. Also normalerweise haben diese Fragmente oft eine Öffnung mit einem Laserschneider oder irgendwo, wo man sich durchtauchen kann, durchquetschen kann. In dem Fall hast du jetzt irgendwie das ganze Ding weggebeamt. Genau. Und übrig bleiben nur noch die Gegenstände. Das ist ja nice. Schon ziemlich cool. Das hast du gemacht, indem du da was gebaut hast? Drauf? Genau. Das Spiel. Wie hast du das geschafft, dass das ging? Dass du da bauen konntest? Das geht ja normalerweise nicht. Die man baut, muss quasi nur ein Teil der Rex treffen und dann wird das ganze Ding despawned. Ah. So, jetzt habe ich die Mobile Vehicle Bay als Fragment und jetzt geht's weiter. Jetzt halte ich Ausschau nach Cyclops-Fragmenten und Moonpool-Fragmenten. Da haben wir zumindest eins. Das hast du jetzt aber auch schnell gefunden.
Bist du jetzt in der Area, wo du weißt, da sind sie, oder? Alles Zufall. Das heißt, ich weiß, dass die hier spawnen können, deswegen halte ich Ausschau. Du hättest aber die anderen Spawnpunkte jetzt auch im Kopf. Ja. Ich habe für Moonpool, der ist leider Pflicht. Da habe ich so ein paar Backups. Aber da ich jetzt schon eins habe, ist es unwahrscheinlich, dass ich noch ein Backup machen muss. Hier haben wir ein schönes Tablet. Ah ja, das sind so die Alien-Schlüssel. Gibt es drei verschiedene. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche Farben, aber auf jeden Fall sie stehen dir natürlich für verschiedene Sicherheitsstufen und du brauchst sie am Ende alle, mehrfach. Das war Sicherheitsstufe Purple. Genau. Ja, ist die erste. Aber du musst auch, vor allen Dingen, die Dinger werden geschluckt von den Türen. Also anders als bei Resident Evil, obwohl es da, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall musst du diese Dinger dann halt wirklich neu produzieren. Ach so, du bekommst mehrere davon. Du kannst sie am Ende auch nachbauen. Alles, was du einsammelst, kannst du auch irgendwann nachbauen. Jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt. Ich brauche am Ende 14 Lithium. Und da habe ich jetzt kein einziges gefunden. Ja, stimmt, Lithium, ne? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist aber nicht so schlimm. War auch für mich eines der selteneren Elemente. Schade. Es gibt schon Höhlen, die sind aber tief weiter unten. Da kommst du wahrscheinlich jetzt gar nicht hin, weil du noch nicht so tief tauchen kannst. Da gibt es auf jeden Fall Lithium, aber hier ist es ein bisschen spärlich. Ja, genau. Jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe das Kupfer vergessen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber dann muss ich halt eben zurück und mir einen Kupfer finden. Ich habe das Kupfer vergessen. Oh, Leonard. Jetzt dauert alles doppelt so holahang. Nee, jetzt wird es doppelt so hart. Jetzt wird es alles doppelt. Deswegen bist du nicht nur mein Manager, sondern auch mein Autor. Ja, und dein Privatrapper. Also eigentlich mache ich gar nichts. Ich mache nur katsching-tsching durch den Club. So, zurück zu dir. Du suchst immer noch. Ja, immer noch vielleicht Kalkstein. Vielleicht noch was unterwegs. Kalk. So, jawohl. Schön. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Wenn da steht 30 Sekunden Sauerstoff übrig, sind das auch wirklich Realtime 30 Sekunden? Jawohl. Okay. Na! Alles gut? Dachte für einen Moment. Ja, da war ein kleiner Lag, da war ich auch ein bisschen angstvoll, aber das war alles gut. So, jetzt bauen wir hier unsere zweite Basis zu Ende. Da fehlt nämlich nur noch das hier. Na gut, Basis, ne? Manche Leute haben sich richtig Mühe gegeben bei ihren Basen, andere nennen es nur so. Ein Rohr mit einem Satelliten dran. That's my base, dog. So. Aus den Knochen. Hier unten spawnen dann auch wieder Fragmente für den Cyclops und für den Moonpool. Heißt. Ah, das wäre jetzt der zweite. Oh, das 67%. Alles gut. Hier der zweite Moonpool. Okay. Das ist sehr schön. Das hast du ihn. Geil. Und in dem Moonpool kann man seine Fahrzeuge reparieren und upgraden. Welche Fahrzeuge? Genau dafür brauche ich den. Das Ding. Nee, wobei der Zyklop nicht. Der passt da gar nicht rein. Nee. Aber das stimmt. Wofür brauchst du dann eigentlich den Moonpool, wenn du nichts baust, was da reingeht? Oder den Zyklopen? Sehen wir dann gleich. Nee, was, der Zyklop ist das große U-Boot. Genau. Baust du den Mac? Nein. Okay, dachte ich mir schon. Oh, es gibt Mac. Der ist geil. Ey, der ist geil. Der hat so eine Art. Der ist so am Anfang mega lahm und arschschwer und ganz unpraktisch und dann kriegst du irgendwann so ein Schussseil und dann kannst du dich so Grappling und dann kriegst du noch so Schubdüsen, wodurch du, wenn der Grappling durch ist, kannst du quasi Schub geben und dann kannst du wirklich so Schub. Nice. Yeah. Gibt es eine Speedrun-Kategorie, die den Mac baut? Ja, das ist ja wirklich kreativ ohne Glitches. Geil. Das dachte ich mir, weil man kann sich sicher ganz gut damit transportieren. Ne? Ja. Du kannst schon, du bist sehr schnell mit dem Ding, wenn du es weißt, wie. Es ist aber sehr schwer. Ja, das ist wie Roping bei Worms. Das ist schon echt was für ganz spezielle Fälle. So. Irgendwas für Speedrunner halt. Genau. Mhm. Die hunderte von Stunden in ein Spiel investieren. Zu Recht. Beginne jetzt den Tauchgang bis ganz nach unten und sammle währenddessen schon die Zutaten für die Enzyme. Ja, man muss nämlich gleich noch was brauen. Wie erklärt man das? Das sind Eier und die muss man quasi dazu bringen, dass sie aufgehen. Hm. Weil dann die Kinder rauskommen und das ist dann der Part, den die Aliens... Und dann beißt du in den Kopf ab.
Tatsächlich hätte es mich nicht gewundert, aber nein, die geben dann einfach ein spezielles Enzym ins Wasser ab oder ja, ist glaube ich so. Wenn und dieses, sie schlüpfen? Nachdem sie geschlüpft sind, genau. Und dann erst ist quasi der ganze Planet wieder safe und man kann davon starten und dann haben wir quasi das Vermächtnis der Aliens erfüllt und unser Schicksal auch, dann kommen wir weg. Das Gegenmittel quasi genau. Für die Seuche. Und das ist mega interessant auch gemacht, weil es, werdet ihr gleich noch sehen, aber die Eier hat ja auch, die sind ja, kommen ja auch nicht von nirgendwo, sondern hat ja auch jemand quasi dahingelegt und den treffen wir auch noch. Und das hat dann alles irgendwie, finde ich, ergibt am Ende total harmonisch Sinn. Okay. Und das hat mir sehr gefallen. Du bist schon sehr tief, über 1000 Meter. Ja. Das ist vor allen Dingen, wie schaffst du das eigentlich gerade? Naja, das sehen wir gleich. Ziel jetzt ist es für mich, Nickel zu finden. Das ist eins der seltenen Metalle und sehr klein und es versteckt sich gut in der Umgebung, sage ich mal. Ja. Deswegen muss ich auch jetzt gerade ein bisschen genauer schauen. Ach ja. Das sind dann jetzt noch die Elemente, die irgendwo in speziellen Biomen nur zu finden sind. Oder die zumindest schwer versteckt sind. Ja. Teilweise auch so, in so giftigen Suppen, sodass du runtertauchen musst, um überhaupt zu gucken, ob da was ist. Werden wir alles noch sehen. Das ist schon gut gemacht. Du hast nur noch 12 Sekunden? Ja, das ist okay. Dann bauen wir jetzt den Moonpool. Ja, willst du wohl. Baut der sich den einfach dahin zum Atmen, oder was? Das ist ja knallhart. Geht das? Sozusagen. Hammer. Aha. Das war's. Damit du da respawnst. Ganz genau. Ah. Fuck. Und das Schöne an dem Moonpool ist, dass der gleichzeitig auch sofort zerbricht und man dann sofort wieder schnell schwimmen kann. Das ist schon sehr praktisch. Ja. Ja, ansonsten, es gibt eine Alternative, dann könnte man zwei Glasröhren und eine Luke da drauf machen, allerdings ist das deutlich langsamer. So, da haben wir einen Nickel. Wow, endlich. Das kleine Ding. Ja, ja. Holy shit. Dafür brauchen wir drei Stück. Dass du es überhaupt erkennst auf die Entfernung. Ja, man braucht dafür schon ein geschultes Auge, glaube ich. Genau, irgendwann träumt man davon und dann sieht man überall Nickel. Ja. So ging mir das auch. Jedes Mal, wenn ich gespielt habe, du suchst dann wirklich ein, zwei Sachen, du bist wahnsinnig, weil du alles findest, vor allen Dingen die Sachen, die du letztes Mal gesucht hast. Nur nicht das, ich bin mir nicht sicher, ob die Entwickler das nicht sogar absichtlich irgendwie so machen. Das, oh, du suchst was, ja, dann drehen wir die Wahrscheinlichkeit mal ein bisschen runter. Das wäre aber gemein. Also würde ich es machen. Das sind so viele große leuchtende Steine, die einen teasen. Aber die brauchst du alle anscheinend nicht. Nee, die sind für den Bot, wenn du den U-Bot hast, mit dem du da. Der kannst du halt auch so einen Bohrarm. Kannst du schön. Nice. Super gut, wirklich. Also so Tiefseebohrung. So, das ist jetzt sehr traurig. Weil es einfach nicht so. Kein hier. Nickel. Nee. I want my nickel back. Du hast darauf gewartet, wie du diesen Witz irgendwie verpacken kannst, oder? Naja, also du redest mit jemandem, der, glaube ich, 25 Stunden Nickelwitze und andere Witze. Also, das wurde alles schon tausendmal gemacht. Alles schon durchgekaut. So, da haben wir unser zweites Nickel. There you go. Eins noch. Schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück und das ist hier irgendwo, ja, wo wir auch hin. War das keins? Das war keins, nein. Das ist schon lustig, dass wahrscheinlich ein Drittel des Speedruns am Ende. Ach ja. Suche nach Nickel. Naja, hoffentlich nicht. Nickel! Nickel! Come on, where are you? Nickel ist in the chopper. Underwater chopper. Take it back to the chopper. Oh, da geht die Luft aus. Der macht da noch den alten Moonpool-Trick. Das ist echt lustig. Wenn du das Ding baust und auch wieder zerstörst, kriegst du aber nicht die volle Ressourcen zurück. Doch. Oh, doch? Ja. Dann lohnt sich das ja richtig. Ja. Ja, ich versuche es eigentlich mit nur einem Malen den Moonpool zu bauen, durch zu sein, aber das. Ja. Sehen wir ja gerade. Genau. Nicht immer. Wenn das Nickel da nicht da ist, Mensch, dann muss man halt ein bisschen länger hier warten. Aber ich muss trotzdem noch mal fragen, warum verlierst du denn keine Gesundheit? Warum? Ist das so? Also würdest du normalerweise. Weil ich, doch, kann, ich verliere dachte, Gesundheit, aber nur pro 3 Sekunden ein. Also irrelevant eigentlich im Moment. Genau, okay. Weil ich dachte einfach, dass man gar nicht so tief tauchen kann, weil man zerquetscht wird. Ohne den Anzug. Na gut. Wieder was gelernt. Hättest du ein bisschen riskanter spielen können. Ich hab riskant. To the max, ey. Die Leute haben mich kaputt gelacht, weil ich es einfach nie nach oben geschafft habe mit den letzten Atemsekunden. Immer noch eine Sache einstecken. Das ist auch so verlockend. Ja, ja.
Das ist jetzt aber auch echt schon höhere Gewalt. Das ist schon einfach unangenehm gemein vom Spiel. Ja. Dass jetzt hier kein Nickel kommt, aber häufig. Nickel. Ah! Häufig ist aber auch war so, der dass, dritte, oder? Ja, dass das Sachen irgendwie dritte, genau. häufiger gespawnt werden, je häufiger man sie sieht. Oder ey, irgendwie, wenn man sie gesehen hat, sieht man sie häufiger. Dieser kleine Nickelstein, der sah ja. aus wie viele Steine, die ich trotzdem noch unterwegs da gesehen habe. Genau. Es ist die Färbung. Manche sind minimal braun, manche minimal grau und die Boah. Musst du da noch aufhacken. Und Nickel. Ich dachte schon, hä, da war doch so ein Stein. Hat er ja. den übersehen? Nee, okay, das war nicht der richtige, aber ist der Nickel sah genauso aus. Ja, es ist. Also vielleicht ist er auch an einem vorbei, aber im Grunde ist es schon das schwer zu erkennen. Das Shale, was da noch liegt, da kommt dann Lithium und Gold raus. Aber das sieht eben eher sehr ähnlich aus. Oh, dass du auch das Kyanit hast, ja, diese blauen. Dinger da, die phallusartigen Kristalle, die sind auch wichtig. So, eine Sache fehlt mir. Hier ist jetzt auch schon ein Endgame-Territorium so ein bisschen. Mhm. Das ist hier eine der letzten Stationen, in die man muss. Na, wo ist er jetzt? Ich will aber auf der anderen Seite. Was sind das eigentlich für Aliens? Sind das so Fisch-Aliens? So? Die sieht man nie. Sieht man nicht. Man sieht nur ihre Hinterlassenschaften und ihre Roboter. Ja, schade. Es ist auf jeden Fall, man merkt halt, dass die A natürlich mega Ahnung hatten von Technik und allem. Hier habe ich keinen Out of Bounds benutzt und setze meinen Spawnpunkt hier. Und dann muss ich jetzt ein bisschen auf mein Leben achten. Kann ich hier reingehen und da gleich wieder respawnen. Was schön ist, man sieht, man kriegt so die Absichten der Aliens nach und nach entblättert sich das durch diese Station, weil man dann zum Beispiel auch sieht, okay, sie haben diese Tiere seziert und in verschiedene, man kommt dann in so Räume, wo wirklich die Organe einzeln so aufgeschlüsselt sind und sie haben das sieht einfach auch cool versucht, aus, dahinter also, das ist eine coole Abwechslung. Ist echt eine schöne Story auch. Ja. Warum hast du jetzt einen Block? Warum war das? Das war ein Iron Cube, den ich zum ersten Mal aufgehoben habe, dann gibt es eine kleine Animation. Und warum wurde der plötzlich zu einer... Tafel? Ach, das war einfach nur ein Bug jetzt. Okay. Ja, das ist, weil dachte, das so schnell Trick hintereinander gewesen. Passiert okay. ist. Mhm. Dass du stirbst, zählt jetzt auch zum das, dem, was passieren muss. Ja, genau. Death Warp. Jetzt respawne ich ja in meinem Moonpool hier. Den mache ich mir wieder... Hat er immer einen Moonpool? Hast du einen Moonpool in der Tasche, oder? Ja, ja nehme ich mal mit. Ja, das ist so Dr. Who-Style. Jetzt bist du auch noch out of bounds, oder? Genau. Das passiert sehr häufig, wenn man weiß, wo. Okay. Wenn man es gerne möchte, dann passiert das. So, und jetzt ist es... Wenn man es nicht möchte. Jetzt ist es ein richtiger Speedrun. Mit schön out of bounds. Let's go. Gucken, ich habe nicht genug Inventar. So out of bounds, dass du in Dark Souls gelandet bist. Aber bis dahin war es doch eigentlich ziemlich klar, ne? Aha. Oh, das ist der letzte... Das ist ein riesiges Aquarium für den Endboss, der ja kein richtiger Endboss ist. Was ist denn das da für ein Schatten? Tja. Das ist, wenn die mit dir reden. Ah. Das ist Story. Na. Vielleicht sind das die Aliens, so sehen die aus. Nee, tatsächlich. Ich glaube, wir sehen gar nicht, wie die Aliens aussehen, aber das Vieh hinter uns ist der Leviathan, der sozusagen die Eier verwaltet. Okay. Der sie aber nicht öffnet, weil die Aliens nicht richtig wussten, wie sie fragen sollen, glaube ich. Nee, also es ist wirklich so. Er hat es ihnen nicht genehmigt. Mhm. Vielleicht wussten die Aliens es auch nicht, dass die Eier nützlich sind. Nee, vielleicht mochte er auch nicht, wie die Aliens seine Freunde seziert haben. Aber auf jeden Fall findet wir jetzt viel eher Kontakt zu ihm. Dann klappt das schon. Ne? So, weil wir sie jetzt nicht aktiviert haben, müssen wir eben selber den Sand wegmachen. Kann man das? Naja, nee, aber dadurch. Wenn wir das Portal so aktivieren und dann auch wieder dahin kommen, wo wir gerade eben waren. Der Leviathan macht nämlich eigentlich den Sand weg. Hm. Das ist mir auch passiert. Ich bin abgehauen aus dem Raum, bevor ich das gecheckt hatte. Und da war noch vieles verschlossen für dich quasi, ne? Da sind sie, die Enzyme, die haben wir jetzt bekommen. Und da werden jetzt auch die Dinge wichtig. Hast du auch gerade aus dem Aquarium dran gedacht, dir dieses eine Vieh, eine Ding mitzunehmen? Welches eine Ding? War da nicht irgendein Element, was du brauchst jetzt für das Enzym? Na gut. Ja, genau. Die Sea Crown. Genau. Die gibt's dann nur da, nämlich. Damit man auch ja nicht schon scheißen kann. Sonst hätte er schon vor 20 Minuten das Ding gebaut und den Enzym gebraut und fertig. Jetzt hole ich mir wieder den Super Seaglide, lass die Eier schlüpfen und hole mir den Moonpool wieder.
Weil die Ressourcen daraus, die brauchen wir noch. So. Und jetzt explodiert auch die Aurora. Ja, das ist echt unfassbar. Wow. So, und da seht ihr auch schon die ganzen kleinen, die Jungen, die jetzt alle, die sich die Meere untertan machen. Ne? Denn sie sind die wahren Prinzen des Seeimperators. Ja, Mickey Maus Hände gekriegt. Ja, wirklich Mickey Maus Hände. Oh mein Gott. So, jetzt sind wir geheilt. Da ich eben kein Lithium gefunden habe, muss ich das jetzt hier unten machen. Immer noch kein Lithium, das ist eigentlich das ist der große rote Faden. Ja, das Nickel war jetzt ein bisschen schlimmer. Warte. Erstmal warten, ne? Vielleicht findest du jetzt wieder nichts. Das ist geil, lies mal. Das ist so assi. Oh, da war eben gerade Lithium, oder war es Blei? Nee, das war Blei. Magnesium. Oh. Ah, aber war das eben nicht Lithium, was du jetzt gerade eingesammelt hast? Ja, genau. Okay. Ja, da hast du das nochmal. Diamant. Das finde ich so schön, dass sie einem zwar helfen, aber einem dann auch sagen, pass auf, es kostet aber auch richtig viel Geld. Also wenn du es überlebst, dann kannst du eigentlich dein bist du deines Lebens nicht mehr froh. Hallo, er hat ein Heilmittel gefunden, das sollte doch was wert sein. Nee. Die 3 Millionen Credits. Wie viel Lithium brauchst du denn? Das 14. Oh, 14, ja, das ist eine Menge, okay. Das sind jetzt 9. Mit 11 wäre ich zufrieden fürs die erste. 10. Ja. So. Will nicht. Ja. 11. Da. Okay. So, jetzt speichern wir unser Inventar. Und zerstören die Hatch. Damit spawnen wir wieder in unserem Livepod. Hast du jetzt die 14 Lithium eingesammelt? Ich hab 11. Nee, hat nicht alle, nicht. Okay. Warum jetzt dieses Screenshot? Ich versuche, wahrscheinlich out of bounds zu kommen. Hat's geklappt. Aha. Das spart ein wenig Zeit. Nicht allzu viel. Ich muss ertrinken. Und das würde ich machen, wenn die Luft alle ist. Und sonst müsste ich nochmal vorher Luft holen. Und das brauche ich dann eben nicht. Crazy. Aber nur crazy. Hier ist normalerweise überhaupt kein Wasser. Das schaffst du ja sogar noch. Krass! Mit 3. Ja. Hammer. Jetzt werden wir quasi getestet, ob wir weg dürfen. Und desinfiziert in dem Fall. Hier bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich ja schon geheilt. Ja, stimmt. Also das wird jetzt hier. Jetzt können wir es drücken. Jetzt ist alles cool. Die Waffen muss sozusagen ich ganz kurz den Oxygen Tank benutzen. Hier wieder rein. Mir das Tablet holen und dann kann ich ertrinken. Und die Items bleiben jetzt? Die bleiben jetzt. Und warum? Weil du kurz vorher... War ich in meiner Basis. Weil du den Hatch weggemacht hast. Genau, die Hatch habe ich weggemacht und deswegen ist der kein legaler Spawnpoint mehr. Und du spawnst in dem Haupt... Ja, in dem kleinen, genau. In der kleinen Kapsel. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu erledigen. Aber wie machst du sicher, dass die Items nicht verschwinden? Weil man ja, wenn man stirbt, ja oft Items verloren die gehen. Die Items bleiben. Mach du erstmal deinen Kram, ne? Alles klar. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So. Den brauche ich schon wieder. Na, super. 5 Gold nehme ich mit. 4 Silber. Das hier. Und das war's. Die Items werden gespeichert, sobald man in einer Basis ist. Oh, da habe ich jetzt zum Beispiel Super Seed Light verloren. Ja. Und das einzige Item, was ich hinterher aufgehoben habe, war ein Storyline-Item. Das war der lila Schlüssel. Mhm. Und was ist hier? Ja, aber dann bist du direkt gestorben. Genau, richtig. Und ein Item darf man immer behalten, wenn man stirbt. Und Storyline-Items gehen nie verloren. Okay. Jetzt muss ich hier nochmal Luft holen.
diesen Teil des Spiels mache ich eigentlich ungerne bei Nacht, aber... Es ist so dunkel, wollte ich gerade genau sagen. Mhm. Jetzt muss ich hier abtauchen. Ja, hier sind jetzt wahrscheinlich auch irgendwo die Leviathane. Die sind überall, wo größere Gebiete sind. Ist der ein Jagdgebiet? Hier leider nicht. Ah, nee, stimmt. Nee, hat man schon einen so einen Leviathan gesehen? Zwei Stück. Da sind wir aber einfach so vorbeigeschwommen. Achso. Hier brauche ich zwei Gelsäcke und zwei Rubine. Das waren diese Tentakelviecher da. Genau. So. Ich werde sie wahrscheinlich nochmal sehen irgendwann. Bald. Hoffentlich. Na, also diese normalen Fische, die hinten so Tentakel haben, die gehören einfach auf diese Welt. Das ist so eine der Formen, die sich entwickelt hat. Dieser Seeimperator, den wir am Ende gesehen haben eben. Okay. Der hatte ja auch hinten so... Achso, das war nicht der Leviathan. Ein Leviathan. Genau, aber. Also das hat Ach alles... Also was ich meine, sind diese riesigen, ne? Diese riesigen Dinger, die so ein bisschen... also was du meinst, ja, das sind die Wale, ne? So eine Walvariante, die irgendwie einfach nur rumschwimmen, auf denen oben auch irgendwelche Kram wächst. Nice. Den du wiederum aberden kannst. So, jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen verirrt. Das ist nicht so gut. Schauen wir mal hier. Ja, ich glaube, hier ist richtig. Mir fehlt immer noch Lithium. Und das müsste ich eigentlich hier finden, weil sonst kriege ich das nicht mehr. Naja, schauen wir mal. Hier ist aber nichts. Hier ist wohl irgendwo was. Nur irgendwo ist aber was. Genau. Das sind eigentlich schöne Momente, wenn du diese Luftreinigungsanlagen oder Wasseranlagen findest, weil die ja offensichtlich nicht dahin gehören und Zeichen einer Intelligenz sind. Und man sieht meistens diese Dinge irgendwann zum ersten Mal und kann dann sich so... Schon ein bisschen überlegen, okay, wir sind wohl nicht alleine hier. Mhm. Und dann erst fängt man an, die ganzen Basen zu entdecken. Und das ist eine sehr schöne Dramaturgie, finde ich. Ja, ja, also wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat und da reingeht, kann ich mir das vorstellen, dass es sehr viel zu entdecken gibt und sehr, sehr spaßig ist. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter und dann. Ja, hier ist auch wieder das, was du am Anfang gesagt hast mit der RNG oder so. Genau. So, muss halt eins haben wir. Sachen finden. Oh, da war eins, was. Das ist gut. Jetzt muss ich nochmal die Wände abklappern für Shale. Das ist dann Pech. Wenn du übst... Wo ist dann der Moment, wo du sagst, jetzt reicht's, ich starte neu? Nach 10 Minuten, wenn die, wenn die Stalker keine Zähne fallen lassen. Ja. Aber es gibt keinen späten Moment, wo du sagst, ja, wenn du irgendwo drüber gekommen bist, das mache ich jetzt fertig, ne? Ja, das ist eigentlich nach 20 Minuten, wenn man dann weiterkommt. Macht man es auch fertig. Dann macht man es auch fertig, genau. Ja, also das ist jetzt wirklich. Das ist aber auch wirklich eine Frechheit gerade. Das ist der Profi-Effekt. Ah, zwei. Ja. Noch zwei brauchst du, oder? Na, eins noch. Noch eins? Okay. Ich zähl mal eben. Das sind, ja, eins noch. Ach ja. So. Ja. Geil. Ja nicht. Nice. Gutes so Auge. Jetzt gehe ich noch mal einmal Luft holen, weil dann habe ich auch genug Luft für alles andere noch. Mhm. Sicher. Genau. Ja, einmal Luft holen muss ich sowieso und wenn ich das jetzt mache, dann ist das besser, als wenn ich das später machen muss. Ich tausche auch noch einmal die Batterie aus, damit ich in meinem Seegleiter nicht ohne Batterie sitze. Genau, dann gehe ich einmal hier lang, dann hier hoch und hier ist dann die Höhle, wo ich hin muss. Ich glaube, die Karte zu kennen ist das Wichtigste. Ja. Mhm. Krass, wie schnell du es gefunden hast. Hammer. So, hier brauche ich 4 Stück von. Na, bitte.
jetzt ist der letzte Teil des RNGs. Ob ich jetzt die letzten Fragmente für den Cyclops finde oder nicht. Und ein Salz brauche ich noch. So. Denn erst wenn du den Cyclops gebaut hast, kannst du die Rakete bauen? So in der Art. Für den letzten Teil der Rakete braucht man den Cyclops Shield Generator. Ah, natürlich. Und den kann man natürlich nur bauen im Zyklopen bauen. Das ist korrekt, ja. Ja, aber das findest du ja super schnell. Du hast ja jetzt hier schon ein paar Stückchen gefunden, 33%. Ich glaube, das genau, ich brauch Hammer, dieser Trick, den du da machst, der ist ja wirklich unfassbar. Das ging auch zu Beginn mit der Aurora. Das haben die dann im ersten Patch rausgenommen, weil wenn Leute neben der Aurora bauen wollten und die war plötzlich weg, das war dann nicht ganz so super. Mhm. So. Jetzt explodiert die Aurora. Das sieht nicht so ganz gut aus. Mir fehlen schon wieder Fragmente. So, da ist eins. Eins fehlt mir noch. Uff. Was ist denn das? Das ist der Moment, wo die Aurora explodiert. Genau, da wollten wir dann einfach nicht. Sieht auch schön aus, sehen wir jetzt hier aber nicht. Ey, du, das ist Hammer, wie du die alle findest jetzt. Da hast du ihn, den Zyklop. Geil. Ja, Moment. Sekunde. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verbraucht, das ist nicht so schlimm. Ich hätte lieber erst die Hedge wieder despawnen möchten. Aber hätte ich das jetzt gemacht, während ich am Sterben war, dann hätte das passieren können, dass ich in der Tube hier hängen geblieben werde. Und das wäre dann ein Softlock. Oh, du hast keinen. Ach, du bringst dich selbst um gerade. Ich dachte schon gerade, okay. Alles Absicht. Alles Absicht. Tödliches Knoblauch. Jetzt baue ich die letzten Sachen für die Rakete. Ich weiß noch, wie ich ewig nach diesen Gelsäcken gesucht habe. Und dann hatte ich einen, habe ich ihn gegessen. Weil ich Hunger hatte. Später wurde mir erst klar, was für einen massiven Fehler ich begangen hatte. Simon, du sollst doch nicht immer alles essen. Ey, aber die haben ja Geld, also die haben mir ja Energie gegeben, aber das war halt wirklich größte Verschwendung ever. Als ich auf die Toilette ging, merkte ich, was für einen Fehler ich beging. Geht es nur noch ein bisschen ums Inventory Management. Ein schönes Werkzeug. Hammer. Haben wir endlich sowas. Ja, ich hätte es auch so. Wo du einfach nur Material reinschmeißen musst. Ey. Und er baut das für dich allein. Mit Lasers. Jetzt einmal die Super Seaglide aktivieren. Eine Stelle gehen, wo das Wasser nicht so tief ist. Kleinen Hüpfer machen. Meinte, wo das Wasser tief genug ist. Jetzt bauen wir die Raketenplattform. Bei mir war eine kleine Luftpumpe noch auf dem Wasser und diese ganze Plattform hat komplett schräg gestanden. Das ist natürlich für eine Raketenplattform. Also ich bin jetzt kein Elon Musk, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so geeignet ist, dass auf die Raketenplattform und die Rakete so steht. Wir sind in die falsche Richtung dann geflogen im Weltraum. Ein paar Planeten. Es war dem Spiel egal, aber I did it my way. Es war schon, sah schon sehr dumm aus. Raketenplattform fällt.
Na, ist nicht mal hoch. Nee, wenn man es nicht braucht, nicht wahr? Mhm. Fällt dir jetzt nicht auf die Plattform? Teilweise. Nur seitlich und kippt dann runter. Du brauchst ihn ja eh nicht. Du brauchst ihn ja eigentlich nur, damit du den Schildgenerator hast. Den du ja eigentlich jetzt schon hast. Ne? Musst du den im Zyklopen bauen? Genau, deswegen müssen wir den Zyklopen überhaupt bauen. Ich dachte, du kriegst dann einfach nur die Fähigkeit, das zu bauen. Okay. Das ging schnell. Geil. Geiles Vieh, ne? Ja. Ihr werdet es genau 5 Sekunden lang sehen, weil er einfach nur durchläuft. Für den Schildgenerator brauchen wir auch noch eine Powerzelle und eine Energiezelle und die können wir einfach aus dem Zyklopen rausklauen. Geil. Das Ding frisst Energiezellen ohne Ende. Mhm. Sieht auch nicht sehr ökofreundlich aus. Aber es sieht cool aus. Ja. Flieg bitte da nicht ist die weg. Rakete. Aber sie ist noch nicht fertig. Ist ja noch nicht fertig. So, und das ist alles, was wir noch brauchen. Rest lassen wir hier. Get to the rocket! Na, willst du? Komm. Komm schon, das ist eine Rakete, Leute. Zeig doch mal ein bisschen Geduld. Komm, ja. Das ist alles nur von 3 kleinen Steinen, die du in der Tasche hattest. Ja. Das ist das beste Tauschgeschäft ever. Ja. 3 Steine in der Raketenabschlussbasis. Verwandelt. Mit 3 Steinen zur Rakete. Schritt für Schritt Anleitung. Hat dir niemand beigebracht, wie man mit den 3 Steinen umgeht? So, das muss man. Genau, das habe ich am Ende auch. Hier saß schön im Starter-Cockpit und dachte, ja, warum passiert jetzt nichts? Weil du erst manuell den Shit noch machen musst. Du bist ganz allein. Du hast keine Roboter, die keine Crew. Keine Crew. Verdammt. Niemanden. Ah, ist toll, wenn man da endlich am Ende rankommt. Ah. Primary Computer Systems active. So. Das letzte. Die Time Capsule müssen wir nicht mal abwerfen. Müssen wir nicht mal einmal anrühren. Ah, deswegen hast du alles da gelassen. Genau. So, dass du jetzt gar nichts hast, was du. Und das ist es. Das war's. Okay, Time. Oder wann? Genau. Jetzt Time. Ah, Leute, Time. Ja gut, da waren wir jetzt ein bisschen, haben wir nicht angekündigt. Ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Ist aber nicht schlimm. Irgendwie 1 Stunde 5 und 15 Sekunden. Das ist doch gut. Danke. Wir alle waren dabei, als du dich auf die Suche begeben hast nach Nickel. Nach Nickel. Genau. Ey, es war echt schön. Jetzt sterben die Elendvögel da oben. Nee, die fliegen weg. Das Ganze geht natürlich auch noch ein bisschen schneller, wenn man in einem anderen Modus spielt. Ja, den wolltest du uns auch noch mal showcasen, oder? Genau, richtig. Das machen wir jetzt direkt. Darf jetzt sich nicht mal. Nee. Tja, wir sind weggeflogen, es hat alles geklappt. Was ist denn in dem Modus deine beste Zeit sonst bisher gewesen? Oder in Überleben habe ich eine 45-56. Wow. Ja, das mit den Spawns und den Sachen, die es gut klappt. Ja. Das sind ja wirklich 20 Minuten gespart fast. Genau. Und in Kreativ ist meine Bestzeit 6 Minuten und 16 Sekunden. Ja, dann machen wir es gleich nochmal hinterher und gucken mal. Und warum dieser Unterschied? Ja. Das werdet ihr gleich sehen. Warum eigentlich? Man kann von Anfang an alles bauen. Man kann alles bauen, man hat unendlich Luft, man hat unendlich Leben und man muss eben nur den Story-Part erledigen. Okay. Du sagst wieder an, wenn der Timer losgeht? Genau. Aber finde ich cool, dass auch mal solche Modi dann drin sind. Quasi nicht jeder möchte ja sowas unbedingt auf Survival spielen, sondern auch mal, wie man baut, was für schöne Sachen man da machen kann. Sie haben es, finde ich, sehr schön gelöst, weil man... Die Zeit geht jetzt los. Jetzt. Okay, go. Man kann auch spielen ohne Essen, weil das tatsächlich auch nochmal ein Punkt ist, der ein bisschen auf den Sack gehen kann. Also sie haben schon sehr dafür gesorgt, dass es jeder spielen kann. Ja, das wollte er jetzt nicht. Na, willst du wohl? Ah, da. Bauen wir einen Out of Bounds? Out of Bounds, natürlich. Oh shit. Den haben wir jetzt mit der Propulsion Cannon abgeschossen, dann wird der sofort geflutet.
So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt sind. Das wird ungefähr die richtige Richtung sein. Nieren, spinnenartige Nierendiebe. Fought off arachnid kidney poachers and hijacked a tamed Star Wars. Was wir jetzt machen, ist, wir schwimmen einfach bis hin zu dem Leviathan am Ende. Mhm. Die Enzyme haben wir schon gebaut, das heißt, wir können die Eier sofort schlüpfen lassen. Und dementsprechend den Story-Part sofort erledigen. Mhm. Oh, ist der Story-Part? Kommen wir noch hin. Oh, jetzt ist es aber dunkel. So. Wie du hier überhaupt irgendwas findest. Ja, das ist einer von diesen Leviathanen. Ah, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Schade. Na gut, dann machen wir alternative Route. Ist falsch geschwommen. Ja, es war so dunkel, da bin ich gleich glatt wieder inbounds geschwommen. Oh nein! Und jetzt komme ich auch nicht mehr out of bounds, aber da kann ich nochmal einen anderen Glitch zeigen. Wenn ich denn jetzt den Eingang finde. Ansonsten muss ich doch nochmal out of bounds gehen. Ach, hier hast du auch in dem Modus unendlich Luft und Leben, ja? Genau, unendlich Luft, unendlich Leben. Da, das ist dann für die Gemütlichen. Die Kreaturen sind einem nicht böse. Ach, ist auch so? Ja. Das ist ja wirklich dann sehr gechillt. Ja. Das zum Entdecken quasi. Jo. So, vorher sind wir out of bounds in die Einrichtung hier geschwommen. Jetzt machen wir das ein bisschen nach alter Route. Normalerweise braucht man einen Schlüssel. Den kann man aber umgehen. Ja. Indem man einfach sich hier Marke Aufzug hoch begibt. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Kommt man dann wieder inbounds. Dann können wir den Emperor Leviathan auch mal in Aktion noch sehen. Yo! Alter, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Aha. Geil. Das überspringen wir in der normalen Route oder auch in der Kreativroute, weil man einfach festgehalten wird für eine gewisse Zeit. Und das Festhalten ist halt... Aber man kann auch gegen ihn kämpfen, oder? Nein. Ah, oh, schade. Ich habe offensichtlich auch gedacht, dass das geht. Das haben, je nachdem, wie man spielt, ans Arm drücken gegen ihn. Jetzt hole ich mir doch wieder schnell schwimmen. Weil das dann doch relativ angenehmer ist. So, wir brauchen zwei Iron Cubes. Die sind immer hier. Hm. Weil man sonst möglicherweise noch eingeschlossen ist. Ah ja, okay. Um sicher zu gehen, dass man nicht quasi softlockt oder so. Genau. My yard need to hatch to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. Guck mal, die Aliens sprechen sogar deine Sprache. Es gibt so einen Universalübersetzer. Das ist übrigens sehr schön gelöst. Diese ganze Technik wird auch immer erklärt. Man hat so seine eigenen Tech-Babble. Und man kann sich da wirklich so ein bisschen drin verlesen. Mhm. Und hat das Gefühl, dass es wirklich durchdacht. Mir immer sehr gut gefallen. Und wieder die Mickey-Maus-Hände. Mhm. Und ganz wichtig. Nicht schon wieder. Oh, shit. Da auch in dieser Kugel sind diese Viecher auch drin, ne? Oder? Sah das nicht so aus. Ich weiß nicht, was für ein Schleim das ist und ich will es auch nicht wissen. So, hier gehen wir doch, das ist doch Ziel der Sache. Oh ja. Und bauen dann hier einen Moonpool. Der ist ein bisschen präzise. Den beschießen wir dann.
Dann nehmen wir hier die Mobile Vehicle Bay und bauen die in? Echt? Oh nein. Ach doch. Ach, sehr gut. Wird ja immer verrückter. So. Und jetzt bauen wir die Rakete das so, ist ja unfassbar, dass, wenn wir Glück haben, wird die in der Basis, in der Alien-Basis stecken bleiben und wir können die unter Wasser benutzen. Das ist ja wirklich bescheuert. Dieses Spiel ist deine Bitch. Du machst mit ihm, was du willst. Das kann nichts tun. Das Lustige ist ja auch, wir haben ja gesehen, er hat ja auch eine Knarre, die benutzt er nur, um seine eigenen Gebäude kaputt zu hauen. Ja. Komm, stech. Und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, dann bleibt die Basis der Rakete auch so in der Position, wo man in die Rakete reinkommt und geht nicht in die in das Gebäude rein. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Kommt denn das Ding auf einmal her? Ist das alles blöd, aber auch lustig. Wir sind ja hier auf der Erde, gelten andere Gesetze der Physik. Ganz klar. Physik? Was ist das? Was machst du da jetzt und warum? Das mache ich jetzt aus zwei Gründen. Und zwar zum einen, weil die Basis der Rakete immer noch sehr unstabil ist. Ich will, dass sie fixiert ist. Und zum anderen will ich hier hinten einen Moonpool bauen, sodass ich, wenn ich aus der Rakete rauskomme, mir sofort wieder Super Seed Light holen kann. Ah, okay. Den Grund dafür siehst du dann gleich. Okay, okay. Aber jetzt kippt die in die andere Richtung, das mag ich jetzt gar nicht so gerne. Schauen wir mal, ob das gleich klappt oder nicht. Einfach mal so eine Station im Nirgendwo gebaut. Bauen lassen. So, jetzt sind wir in der Rakete drin. Ah, die ist doch nicht fertig. Ganz genau, jetzt können wir schon reingegangen. Die Animation, auf die man sonst immer warten muss, kann man einfach überspringen, oder? Das ist ja lustig. Das ist ja saulustig. Du hast die Tür aufgemacht, das Wasser kommt rein. Ja. Get out of here! Das ist nämlich das Problem. Kommst du nicht mehr raus, ne? Ich schwimme nämlich nicht gerade. Jetzt schwimme ich. Oh. Das kann nämlich passieren, dass man dann einfach runterfällt. Und dann ist so der Run vorbei. So, jetzt baue ich den letzten Teil der Rakete. Kann dann hier rein. Hammer. Stell dir vor, da wäre eine theoretische Leiter. Bin ja auch Theoretiker. Zack, zack, zack. Primary computer systems active. Okay. Wann kommt Time? Time kommt in ungefähr 5 Sekunden, wenn ich auf den Stuhl klicke. Und Time. Okay. 9:24. Sehr schön. Und das war ein schöner Bonus jetzt nochmal. Genau. Ja, schön, sehr ist, cool. Die Rakete startet wirklich da, wo man ist. Das heißt, unter Wasser. Und dann sieht man auch, wie die Technik dahinter funktioniert. Hey, Vögel. Genau. Die Rakete bewegt sich nämlich nicht eigentlich gar nicht. Und das ist nur die Skybox, die sich verändert. Ja, danke. Ja, das war alles nur eine große Illusion. Du bist immer noch gefangen. Ja, oben die Fischwärme noch, großartig. Oh, wie schlimm das sein muss, ne? Wenn du da drin bist, das Ding läuft und es bewegt sich nichts. Scheiße. Ja, interessant. Ja, unter 10 Minuten quasi ein Zehntel der legalen, offiziellen Zeit ohne Betrug. Ohne Betrug? So. Ohne Betrug. Im richtigen Modus. Genau. Ja. Das ist alles Lüge. Ach, das wäre jetzt das Weltall? Ja. Und da ist der Planet. Genau. Das ist schon lustig. Ja, nice. Cool.
Man sieht den Planeten sogar noch. Ja. Verrückt. So, das ist dann wieder anders. Aber man sieht immer noch, ganz hinten ist Wasser. Das ist die Wasserbox, ja. Er ist für Teil 2, da landest du natürlich auf dem gleichen Wasserplaneten auf der anderen Seite. Ja. Es wäre echt schlimm, wenn der dasselbe Pilot dann auf diesem zweiten Planeten ja, aus. So eine Million Jahre vorher oder so. Ne, es gibt ja Below Zero. Mhm. Das wäre lustig, wenn es derselbe Typ wäre, aber ich glaube nicht. Ich glaube, nee, es muss jemand anders sein. Ja, ja, das war fantastisch. Das war sehr cool. Also da muss ich applaudiere noch, einmal nochmal stellvertretend für beide. Beide Runs, die du gerade applaudierst. Die Regie applaudiert auch. Sehr gut. Ja. Das ist Hammer. Subnautica. Ja, wer, bist du jetzt noch am Subnautica spielen oder war das nur für uns? Bist du noch aktiv am Trainieren? Kann man dir dabei zugucken? Kann man, und zwar auf Twitch, unter twitch.tv/jvanook. Und ja, ab und zu werde ich Subnautica noch spielen. Aktuell habe ich mich eher auf Celeste fokussiert, aber ja. Vielleicht jeden zweiten Samstag oder so. Da musst du mal gucken, also was die zeitlich, Leute wollen. Zeitlich einschalten und gerne mal ein Follow hinterlassen. Auf jeden Fall Follow. Mindestens ein Follow sollte drin sein. Ihr könnt übrigens, brauchen wir überhaupt noch einblenden, wir schreiben einfach dann speedrandale@rocketbeans.tv unten, brauchen wir noch den Rest des Schildes. Ja. Da könnt ihr euch nämlich gerne melden. Sie ist also fast auch die gleiche Farbe wie das Schild. Wenn ihr selber euch bewerben wollt oder Kommentare, Anmerkungen habt, dann könnt ihr das gerne rübergeben oder auch direkt bei Sia machen. Mhm. Ja, unter @simiclove oder guckt bei Sia gerne zu twitch.tv/simiclove101. Da macht er gleich Subnautica und Celeste. Ja. Unter blind, anderem. Blind one-handed. Ja. Ich nehme mal, du machst mal entweder Zelda oder Mega Man. Im Moment kein Mega Man. Ich habe schon seit langer Zeit kein Mega Man gespielt. Ja? Nee, ich bin immer noch hart im The Messenger am Messenger trainieren. Immer noch, ja, okay. Ja, das sind immerhin 2,5 Stunden Run und da braucht man viel Übung. Ich brauche jedenfalls noch viel Übung. Na gut, da werden wir also auch irgendwann noch was sehen. Auf jeden Fall. Von dir auch, denn du hast, wie ja eben schon hast durchscheinen lassen, Celeste mitgebracht. Das werden wir auch noch sehen hier bei Speedrandale. Ja. Insofern Respekt für die 2 Spiele, die du hier gleich mitbringst und danke an euch für das Angucken. Das Spiel können wir euch sehr empfehlen, oder? Kannst ja, definitiv. Schau dich gerne auch nach dem, was man jetzt gesehen hat. Ja. Gerne auch Simons Run anschauen. Wir haben das Ganze ja online. Also Run, du hast es durchgespielt. Ja, du hast, die Slow-Route, genau. Also, ich hab, Simon Percent. Ich habe gehört, ja, Simon Percent. Kann immer nur, ist nur meine Kategorie, kann nur ich, Mann. Ist gut, wenn ihr euch das so durchskippt, weil dann ab und zu sind immer Momente, wo man sich fragt, warum baut er jetzt 40 Mal Spinde? Stellt sich im Nachhinein raus, wusste ich auch nicht, warum. Du hast die großen Spinde gebaut, ich habe die kleinen. Aber ich finde, ich habe sehr ungewöhnlich gebaut. Also, wenn ihr mal was Kreatives sehen wollt, dann guckt entweder den Kreativrun oder mein Let's Play. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß in der nächsten Runde Speedrun alle. Tschüss.